Dankeschön. Dankeschön. Es ist ja wirklich schön. Also es ist ja heute auch so ein bisschen ein Gipfeltreffen der Kabarett-Generationen. Ich meine, wie viele Generationen genau, wollen wir jetzt gar nicht durchzählen, aber zu welcher Generation man selber gehört, das merkt man ja im Alltag ganz leicht. Also zum Beispiel an der Art von Lokal, in der man auf Partnersuche geht. Also Faustregel 15 bis 18, Großraum-Disco, 18 bis 25, Konzertlocation, 25 bis 30, Irish Pub, 30 bis 35, Cocktail Bar, 35 bis 40, Afterwork Lounge, 40 bis 45, Downs Café, 45 bis 50, Singletreff, Ü50, wieder Großraumdisco. So eine Art geriatrische Glockenkurve, nicht? Aber ich meine, unterschiedliche Generationen haben ja auch ganz andere Lebenswelten. Also die Generation meiner Großeltern zum Beispiel, das war die Generation des Aufbaus oder des Zusammenhauens, je nachdem, wen du fragst. Unsere Eltern waren dann die, die doch nicht in vierter Generation die Drechsler-Werkstatt übernommen haben, weil so eine handgedrechselte Schüssel kostet 400 Schilling und jetzt kommt dann doch bald der IKEA und das kauft er dann keiner mehr ab, Handarbeit hin oder her. Und wir sind jetzt die Generation, die Wirtschaftsinformatik studiert hat, mit Fächerbündel Kunstgeschichte, jetzt aber bei einer NGO arbeitet, auf Werkvertrag, 20 Stunden im Monat und dort den illegalen Handel mit Tropenhölzern bekämpft, einfach weil es uns erfüllt und auch weil es was ist, was wir machen können, bis wir uns beruflich auf was Längerfristiges einlassen wollen. Und sicher ist er schlecht bezahlt, aber der Opa steckt uns ab und zu ein bisschen Geld zu und das verblasen wir dann auf einer Crowdfunding-Plattform für ein total ehrliches Projekt, wo ein anderer studierter Wirtschaftsinformatiker im Waldviertel eine alte Werkstatt revitalisiert und sicher sind 400 Euro viel Geld. Aber das kostet halt und dafür hast du dann eine echte, handgedrechselte Schüssel aus Mahagoni. Das sind die Kinder der 80er. Noch dazu vollkommen lebensunfähig ohne Internet. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin wirklich ein glühender Fan des Internets. Also hat wahnsinnig viel erreicht, gerade in puncto Informationsfreiheit und Katzenvideos. Und ich habe mich auch schon früh dafür interessiert, auch so für die Geschäftsmodelle dahinter. Habe schon als einer der allerersten überhaupt in Österreich mit Internetadressen gehandelt. Also ich habe schon mit Domains gehandelt, da haben die meisten Leute noch gedacht, Domain ist eine Anweisung an einen Hilfsgärtner. Domain, da nicht mein, Domain. Was soll ich sagen, meine Generation, wir haben es auch nicht immer leicht. Ich meine, wir sind einfach für ein Burnout zu jung, für einen Amoklauf zu faul. Wir hängen total in der Luft, ja, und das merke ich auch in meinem Freundeskreis. Also beim Günther zum Beispiel. Man könnte, dass Sie jetzt ein bisschen ein Bild haben, was der Günther für ein Typ ist. Sag mal, wenn ich morgen eine Reise gewinne, ja, für mich und meine drei besten Kumpels nach Las Vegas, ja, dann ist der Günther fix der Erste, den ich anrufe, ob er dabei auf die Blumen schaut. Ja, der Günther hat eine Ernteausfallversicherung für den Schnittlauch in seinem Blumenkistel. Er ist einfach so ein Typ. Ich meine, ich darf das sagen. Ja, ich bin sein bester Freund und er ist für mich auch wirklich ein guter Bekannter. Er ist halt einfach so jemand, wenn du den Günther auf eine Party einladest, der wird nie im Leben heimgehen, ohne dass er noch auframmen hilft. Und zwar das volle Programm. Am Schluss tut er dann die Möbel so verrutschen, dass man die neuen Brandlöcher im Teppich nicht sieht.
Sort Memphis Feng Shui. Damals, wie die Marie gedacht hat, sie hat beim Fenster ausgespieben, hat im Endeffekt er dann die Mikrowelle putzt. Dass sie es eingeschalten haben, war kein feiner Zug, braucht man nicht reden. Also. Aber er macht echt alles blitzeblank, ist ein Wahnsinn. Weißt? Am Schluss hat er dann noch außer Sagen, einmal feucht durchwischen, vorher geht der nicht heim. Problem ist nur, Günther ist schon ein Party-Animal, aber eher dämmerungsaktiv. Sprich, er geht meistens so gegen 21.30 Uhr. Und der Rest der Party sitzt dann leicht verunsichert in einer Wohnung, die ein bisschen ausschaut wie der feuchte Traum von Meister Propper. Traut sich nicht weiter feiern, kann aber auch nicht heimgehen, weil im Flur der Parkett frisch eingelassen ist. Ich weiß nicht, der Günther müsste echt einmal ein bisschen lockerer werden, ein bisschen spontaner. Tät uns vielleicht allen nicht schaden. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwann einmal auf einem thailändischen Straßenmarkt plötzlich das Bedürfnis verspüren, das Beef Tartar zu kosten. Ja? Gar nicht lang überlegen, einfach machen. Ja? Go with the flow. Ist dann in dem Fall früher oder später sowieso das Motto. Nicht? Also, ja, kommt dann nicht nur die Entscheidung aus dem Bauch. Gell? Aber es ist auf alle Fälle besser. Man sollte auch sonst manchmal spontaner sein. Kaufen Sie zum Beispiel Ihr nächstes Auto nach Bauchgefühl. Das ist für Sie selber besser und für die Allgemeinheit. Wie viel schöner wäre dann der Straßenverkehr? Oder glaubst du, es kauft sich dann noch irgendjemand einen Fiat Multipla, weil es sich richtig anfühlt? Ganz ehrlich, jemand, der beim Anblick eines Fiat Multipla Herzrasen kriegt, der sollte sich eh kein Auto kaufen, der sollte ein Belastungs-EKG machen. Ja? Das weiß. Ja? Günther natürlich Multipla-Fahrer aus Überzeugung. Ich meine, klar, man kann das nicht verurteilen. Hängt sehr von der Lebenssituation ab. Ein Fiat Multipla kauft man sich halt eher, wenn man mit dem Leben abgeschlossen hat. Ja, aber ich verstehe das schon. Es gibt unterschiedliche Kriterien. Ich kenne zum Beispiel persönlich Leute, die haben beim Autokaufen Aufpreis dafür gezahlt, dass der Beifahrer kein Airbag hat. Dankeschön. Thank you.